OwnCloud installieren. Ich zeige euch in diesem Video-Tutorial mal, wie OwnCloud funktioniert wird auf einem Gunio Webserver Business Plus. Dazu gehe ich jetzt hier auf mehr Infos, hole mir jetzt erstmal die Details zur Software und klicke dann auf jetzt installieren. Jetzt wählt ihr hier also eure Domains. In dem Fall wähle ich jetzt einen Unterordner noch von der Domain und dann sollte es eigentlich so installiert werden. Datenbank. Werden wir mal die bestehende nehmen und dann das Passwort. Und zu guter Letzt dann noch den Administrator. So, das haben wir. Jetzt müsste er das eigentlich installieren. Wenn der Server das installiert, werden wir mal ein bisschen warten. Und dann haben wir hier die OwnCloud-Oberfläche. Da ist das schon installiert. OwnCloud ist so etwas ähnliches wie eine Cloud-Software. Jetzt hole ich erstmal die Zugangsdaten für OwnCloud, damit wir uns in den Admin-Bereich reinfuchsen können. Haben wir es. So, jetzt zeige ich euch in diesem Tutorial auch mal, was man dann mit dieser OwnCloud-Umgebung alles macht und tut. Also ihr könnt hier zum Beispiel, hier steht es schon mal, willkommen zur OwnCloud. Dann könnt ihr zum Beispiel jetzt Apps downloaden im App Store. Das mache ich in dem Fall jetzt mal nicht. Ich klicke das jetzt mal weg. Hier kann man Dokumente bearbeiten, hochladen, teilen und reinsetzen. Ich werde euch jetzt mal gucken, die Details mal zeigen, was man in diesem Dokumentenordner machen kann.
neu kann man zum Beispiel neue Textdatei, TXT, oder neuen Ordner, oder eine neue Verlinkung erstellen. Wir werden jetzt mal eine Datei hochladen, weil in OwnCloud soll es ja für euch sicher sein. Da werden wir mal diese Bilddatei hier reinladen. Und jetzt ist die Datei drin. Die verschiebe ich in den Dokumentenordner. Wenn ihr das jetzt gesehen habt, ist die Datei verschoben im Dokumentenordner. Und auch so eine Example-TXT. Das schließe ich jetzt mal. Jetzt gehe ich mal wieder zurück auf alle Daten. Ja, wichtig ist auch noch zu wissen, ihr könnt den Ordner zum Beispiel mit BSP oder so teilen, so als Link teilen und dann im Public oder über Social Network oder mit euren Programmiererkollegen etc. den Link teilen und jeder, der den Zugang zur OwnCloud hat, der kann ja praktisch die Dateien bearbeiten und innerhalb zum Beispiel von einer Entwicklergruppe dann dementsprechend wieder in die OwnCloud hochladen. Man kann es auch personalisiert per E-Mail verschicken. Das werden wir jetzt mal testweise machen. Und das sollte jetzt dann auch per E-Mail angekommen sein. Richtig. Und zwar vom Admin. Und Admin hat Sherrit. Und wie gesagt, das Ganze läuft momentan auf einem M-Server zu diesem Preis. So, das war's. Vielen lieben Dank.